Das ist der absolute Hammer. Es sind nur noch wenige Tage. Am 2. März wird sich die Crew Dragon Raumkapsel von SpaceX auf den Weg zur ISS machen. Die Besatzung eine Puppe. Die NASA hat SpaceX die Genehmigung erteilt und plant schon für Juli den ersten bemannten Raumflug vom Boden der USA seit dem letzten Flug des Space Shuttles Atlantis am 8. Juli 2011. Ja, und währenddessen wird Elon Musk, Chef des Weltraumunternehmens SpaceX, in Sachen Marsbesiedlung immer konkreter. Klick zum Science and Fiction, abonniert den Kanal, denn hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Herzlich willkommen. Elon Musks Pläne zur Besiedlung des Mars nehmen immer weiter Gestalt an. Schon im kommenden Frühjahr, also in wenigen Wochen, soll ein Prototyp von The Starship, die Big Fucking Rocket wird inzwischen so genannt, getestet werden. Und nicht nur das, Musk hat die Preise für die Mars-Tickets verkündet und die sind sogar in einem Bereich, wo Millionen Menschen sich ein Ticket leisten können. Elon Musk wurde für seine Ideen damals bei der Gründung von SpaceX ja noch belächelt. Mittlerweile ist seine Firma ein anerkannter Dienstleister in Sachen Weltraumtransportbusiness. Vielleicht werden wir das eines Tages ja auch einmal rückblickend über seine Visionen in Sachen Marsbesiedlung sagen. Hier rückte Musk vor kurzem bei Twitter mit der Sprache raus. Very dependent on volume, but I'm confident moving to Mars. Return ticket is free, will one day cost less than $500,000 and maybe even below $100,000. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth and move to Mars if they want. Musk ist also optimistisch, dass die meisten Menschen in entwickelten Volkswirtschaften eines Tages in der Lage sein werden, sich einen Flug zum Mars zu leisten. Je nachdem, wie die Entwicklung der Raumflüge vorangehe, könne man mit einem Preis von 500.000 US-Dollar für Hin- und Rückflug rechnen. Umgerechnet sind das 441.000 Euro. Eines Tages könnte der Preis sogar unter 100.000 US-Dollar, also auf etwa 88.000 Euro fallen. Wir haben ja hier bei Klick zum Science and Fiction oft über die Pläne von Elon Musk und seiner Firma SpaceX berichtet. Derzeit ist das Unternehmen mit dem Raumschiff The Starship beschäftigt, das etwa 100 Menschen und rund 100 Tonnen Fracht zum Mars bringen soll. Und für Musk ist das mehr als nur Spaß. Sein Plan, auf dem Mars eine autarke Stadt zu errichten, ist seiner Ansicht nach die einzige Möglichkeit, das Fortbestehen der Menschheit zu sichern. Und so ist SpaceX super ehrgeizig und motiviert, alle Visionen seines Gründers wahr werden zu lassen. Das Hilfsmittel für die Marsbesiedlung, The Starship, ist knapp 55 Meter hoch und soll auf dem Raketenträger namens Super Heavy in den Weltraum fliegen. Das Raptor-Triebwerk, das demnächst Starship und Super Heavy antreiben soll, wurde erst Anfang des Monats, also Februar 2019, getestet. 2 Sekunden lang dauerte das Ganze. Das Raptor-Triebwerk ist größer als das Merlin-Triebwerk und liefert so den doppelten Schub. Anders als bei Merlin werden auch nicht Kerosin und flüssiger Sauerstoff, sondern flüssiges Methan und flüssiger Sauerstoff eingesetzt. Starship soll von 7 Raptor-Triebwerken ins All befördert werden, die Trägerrakete Super Heavy von 31. Die Konstruktion von Starship ist ganz besonders. Anders als ursprünglich geplant wird es nicht aus Carbonfasermischungen gebaut, sondern aus Edelstahllegierung. Musk zufolge soll diese Umstellung einen raschen und kostengünstigen Bau ermöglichen. Doch von der Atlas-Rakete wissen wir, dass auch Stahl Probleme machen kann. Diese war nämlich sehr schwer und brach so auf einer Tragfläche zusammen. Doch Musk lässt sich da nicht reinreden. Die neue Starship-Rakete werde wie flüssiges Silber aussehen, so Musk wörtlich. Demnach soll die Hochglanzpolitur als eine Art Cool-Faktor wirken und die entstehende Hitze reflektieren. Dazu schrieb er bei Twitter am 31. Januar 2019, "To be clear, I'm confident that a stainless steel ship will be lighter than advanced aluminium or carbon fiber because of strength to weight versus temperature and reduced need for heat shielding." Übersetzt also in etwa so viel wie, ich bin optimistisch, dass ein solches Raumschiff aus Edelstahl leichter sein wird als aus Aluminium oder Kohlefaser. Und zwar wegen seines Stärke-Gewicht-Verhältnisses, der Temperaturbeständigkeit und des niedrigen Bedarfs an Hitzeschutz. Außergewöhnlich ist auch der konkrete Plan, wie das Starship-Raumschiff vor dem Verbrennen in der Atmosphäre von Erde und Mars geschützt werden soll. Musk schätzt, dass Starship mit
30.577 Kilometern pro Stunde durch die Mars- bzw. Erdatmosphäre eintreten könnte. Dabei sei die Unterseite seines Raumschiffes einer Temperatur von rund 1400 Grad Celsius ausgeliefert und tatsächlich ist das heiß genug, um die Stahllegierung zu zerstören. Und so sieht Musk hier keineswegs tausende Keramikfliesen, wie sie etwa von der NASA eingesetzt werden. Stattdessen setzt SpaceX darauf, Treibstoff der Rakete durch winzige Löcher bluten bzw. schwitzen zu lassen. Dabei entsteht eine flüssige Schicht, die zu einer Abkühlung führen würde. Heißt also im Klartext, der Raketenkörper würde sich bei der Landung selbst abkühlen, und zwar mit Flüssigbrennstoff. Musk stellt sich eine Art Edelstahl-Hitzeschild vor, das somit nicht nur für Abkühlung sorgt, sondern zudem auch noch die Stahlkarosserie stützt. Ein Stück weit kann man diese Art von Kühlung mit der Kühlung von Säugetierhaut vergleichen. Der Schweiß wird aus den Poren ausgestoßen, um einer zu hohen Körpertemperatur entgegenzuwirken. Doch auch in der Raumfahrt ist dieses Konzept nichts Neues. Schon die NASA hat damit vor Jahrzehnten experimentiert und hier hat sich des Öfteren gezeigt, dass es Probleme geben kann, und zwar mit Löchern im Hitzeschild, die blockiert und verstopft sind. Ein Ausweg könnte es beispielsweise sein, Methan als Kühlmittel zu verwenden oder deutlich mehr Poren anzubringen. Unabhängige Luftfahrtexpertinnen und Experten bezweifeln allerdings, ob diese Ideen von Musk tatsächlich umzusetzen sind. Denn nicht nur der Ein- und Sinkflug, sondern vor allem auch die Landung bedeutet eine riesige Herausforderung. Manche Expertinnen und Experten zufolge ist die Landung eines Raumschiffes auf dem Mars etwa 100 Mal schwieriger als die Marslandung eines autogroßen Roboters. Das ist alles noch Zukunftsmusik, aber das hier findet jetzt schon statt. Die NASA hat den ersten Testflug der SpaceX Crew Dragon Kapsel genehmigt. Schon am 2. März soll die Falcon 9 Rakete die Crew Dragon zur internationalen Raumstation ISS schicken und die Kapsel soll am Tag darauf andocken. Hier werden allerdings erst einmal keine Astronauten und Astronautinnen mit an Bord sein, sondern nur eine lebensgroße Puppe. Klar ist so also, bemannte Missionen rücken in greifbare Nähe, und zwar in sehr greifbare. Laut dem Plan der NASA sollen noch in diesem Jahr Menschen mit einer SpaceX-Rakete ins All befördert werden, und zwar im Juli, also ziemlich exakt 50 Jahre nach der ersten Mondlandung mit zwei Astronauten bzw. Astronautinnen an Bord. Maximal 7 Personen kann die Raumkapsel Crew Dragon transportieren. Am 8. März soll die Kapsel dann wieder zur Erde zurückkommen. Dazu Bill Gerstenmaier von der NASA. Wir sind bereit für den Schritt, wir sind bereit für das Andocken. Um 8.45 Uhr deutscher Zeit soll der Testflug mit der Bezeichnung Demo One am 2. März, also kommenden Samstag, losgehen. Der absolute Hammer. Genauso wie übrigens eine Kolonie auf dem Mond. Dafür hier klicken, unbedingt anschauen und den Kanal von Raumzeit Vlog der Zukunft abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.